Die 9. Runde der Tipp 3 Bundesliga powered by T-Mobile beginnt am Samstag mit Mattersburg gegen Austria. Mattersburg hat jetzt zuletzt verloren in Wiener Neustadt, die Austria aber auch nur unentschieden gespielt. In Mattersburg ist immer ganz schwierig. Trotzdem glaube ich, dass die Austria diesmal gewinnen wird in Mattersburg. Tipp 2. Mattersburg ist immer ein schwerer Boden für die Wiener Austria und Austria hat ein bisschen Verletzungspech in den letzten Wochen gehabt im Grunde genommen. Und Mattersburg ist offensichtlich nicht so schlecht, wie viele geglaubt haben. Ne? Die hätten jetzt gehabt die Chance für, also beim Derby gegen Wiener Neustadt die Sprung zur Tabellenspitze zu schaffen. Also darf man nicht unterschätzen. Sie sind jetzt ganz gut ins Rennen gekommen und wenn Mattersburg sein kämpferisches Potenzial abruft gegen die Austria, das machen sie eigentlich meistens gegen die großen Vereine, dann ist es ja unentschieden, glaube ich. Ein Derby, das ich voriges Jahr wirklich schon etabliert habe, fast ein Kult-Derby, Kapfberg gegen Sturm. Wie schwer es ist, gegen Kapfenberg zu gewinnen, haben wir jetzt bei Rapid Wien gesehen. Das kann ich fast gar nicht sagen. Es ist eine heikle Partie, aber ich glaube, dass Sturm gewinnen wird. Ja, also das wird sicher voll sein. Das ist ganz ein heißes Spiel, wo der Ausgang aus meiner Sicht völlig offen ist. Sturm hat eine sehr starke Mannschaft, aber Kapfenberg braucht schon langsam Punkte. Deswegen tippe ich auf ein X. Wer durchaus auch Punkte braucht, das ist der Frankie Schinkels bei Kärnten und die treffen auf Salzburg. Und Salzburg ist ja momentan doch in einem Lauf, wobei man es nicht glauben sollte. Genau, und Salzburg hat sich in Kärnten immer sehr schwer getan in der letzten Zeit. Glaube aber trotzdem, dass sie diesmal gewinnen werden, deswegen Tipp 2. Ja, für den Frankie ist es ganz schwer, weil er natürlich nicht das Spielermaterial hat, dass ich ihm gönnen würde, aber ich finde, dass er die Situation eigentlich ganz gut meistert. Sie spielen immer wieder ganz gut mit, aber es reicht dann die Qualität halt nicht aus, um dann zumindest einen Punkt oder zu machen oder zu gewinnen. Also ich glaube, dass Salzburg ganz klar gewinnen wird. Rapid empfängt Wiener Neustadt. Wiener Neustadt zwar zuletzt gewonnen, aber ich glaube, Rapid ist in einer Topform. Rapid im Hanapi-Stadion gegen Wiener Neustadt ist ganz klar Sieg für Rapid, brauchen wir nicht diskutieren. Ja, also alles andere als ein Heimsieg von Rapid wäre eine Überraschung. Tipp 1. Das große Derby, das große oberösterreichische Derby findet am Sonntag statt. Das Topspiel der Tipp 3 Bundesliga powered by T-Mobile und das heißt Ried gegen LASK. Ganz interessante Partie. Also Ried immer heimstark gewesen. LASK spielt einen sehr attraktiven offensiven Fußball. Ist für mich fast die spannendste Partie dieser Runde, wer sie da durchsetzt. Die offensive Variante von LASK oder dieses punktebewusste Spiel von Ried. Nehmen wir mal eine Überraschung, dass der LASK auch auswärts gewinnt, nämlich noch einen Zweier. Ried hat dann für sich sehr glücklich gewonnen gegen die Wien. Glücklich den Punkt geholt gegen die Austria, muss man sagen. Aber die sind halt immer wieder für Überraschungen gut und der Glodowatz ist von vielen unterschätzt worden am Anfang, das muss man ehrlich sagen. Ja, wenn man bedenkt, wie vorher Zellhofer hat gesagt, mit der Mannschaft steigt man ab und dann sieht man, was er erreicht hat. Also Hut ab. Er schafft es immer wieder, die Mannschaft gut einzustellen, taktisch auch. Von der Spielfreude her, vom Spielwitz her etc. gefällt mir der LASK besser. Und nachdem ich große Sympathien für den Roman Wallner habe, nach all dem, was er durchgemacht hat, freue ich mich irrsinnig, dass er wieder auf einem super Weg ist, dass er auch im Nationalteam wieder dabei ist, weil er für mich nach wie vor ein Top-Spieler sein kann. Ich glaube, dass der LASK gewinnt.